Also ich halte es genauso für realistisch, wie Dietrich Bonhoeffer es für realistisch gehalten hat. Nämlich die Aufgabe, Frieden zu stiften, hat die absolute Priorität. Innerhalb dieser Aufgabe gebührt dem gewaltfreien Handeln ein unbedingter Vorrang vor dem Einsatz von Gewalt. Aber dieses gewaltfreie Handeln darf nicht zum Prinzip in dem Sinn werden, dass man es auf alle Situationen anwendet und sei es um den Preis, dass man in Wahrheit die Hände in den Schoß legt und gar nichts tut, weil man gewaltfrei eine Situation nicht bewältigen kann. Deswegen war Bonhoeffer, wenn man so will, ein vom Gewissen geprägter Realist und rechnete auch mit Möglichkeiten, in denen ein Christ sich genötigt sehen kann, sich an der Anwendung von Gewalt zu beteiligen. Er hat also keineswegs seine Position verändert in dem Augenblick, in dem er sich selbst am Widerstand beteiligt hat, der ja darauf gerichtet war, Hitler mit Gewalt zu beseitigen, sondern er hat das fortgesetzt, was immer die Grundhaltung bestimmt hat, von der er ausgegangen ist.